mal mein zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir haben letzte Folge versucht, einen Riegling-Jagddruck zu Trupp zu finden. Schwieriges Wort. Haben ihn nicht geschafft zu finden. Aber stattdessen haben wir ein bisschen uns die Insel angeguckt. Haben auch schon den Tempel von Mirak gefunden. Sind aber wieder umgedreht, weil da wollte ich jetzt noch nicht hin. Und haben hier bei diesen beiden Schatzjägern, die es noch nicht geschafft haben, diese Truhe ausgegraben. Ne, die haben wir nicht ausgegraben, sondern die haben die für uns ausgegraben. Wir haben nur den Inhalt rausgenommen, nämlich die Todesmantelstiefel. Wir haben ja hier schon den, den Todesmantelhelm, ne? Ganz schickes Teil eigentlich. Und jetzt haben wir noch die Todesmantelstiefel. Wahrscheinlich dem Skyrim-Set nachempfunden. Und jetzt gibt es noch zwei Teile, die Todesmantelhände und die Todesmantelharnisch wahrscheinlich. Hier war der erste Part, der erste Part, den haben wir hier oben gefunden. Hier haben wir den zweiten gefunden. Und jetzt gehen wir zum dritten Mal hin. So, dafür brauchen wir die Todesmantel-Schatzkarte. Hier ist die Bucht und am Ende der Bucht in der Spitze. Also. Warte, hier ist die Bucht, hier an der Spitze. Das hier ist noch das Auge von Citra. Cirta. Das können wir eigentlich auch holen. Dann gehen wir mal eben schnell zum Erdstein. Wofür ist das Auge von Cirta, Entschuldigung. Das ist wohl für die Quest Gabel der Gänsehaut. Wächst er uns doch so nah. Ist das da? Ja. Und dann machen wir das doch mal eben bei dem Weg dahin. Aber wir brauchen eigentlich nichts beschwören. Ich sehe schon den Netsch da vorne. Den müssen wir nur kaputt schlagen. Die Gabel der Gänsehaut selber macht nicht so viel Schaden, leider. Kann man wohl auch nicht verbessern. Ich habe einen Kommentar, den ich gerade nicht wiederfinde von dir, Jasmin. Beziehungsweise jetzt aktuell gerade nicht wiedergefunden hatte. Ich werde später nochmal jetzt Samstag gesehen suchen und da darauf antworten. Ja. So. Speichern. Neuer Spielstand. Sekunde. Laden. Nee, warte mal. Scheiße, ich habe hier nur einen Schnellspeicherstand gemacht. Da muss ich mal eben kurz hier die Aufnahme pausieren, weil das brauche ich noch für ein Thumbnail. Sekunde. Und schon kann es weitergehen. Auch wenn jetzt wirklich hier nur eine Sekunde vergangen ist. So, der Netzspulle, den müssen wir hier verprügeln. Und das machen wir jetzt auch. Friss die Gabel der Gänsehaut, du Penner. Findest du bemerkenswert, dass die so wenig Schaden machen? Dafür, obwohl die doch so riesig sind. Ja, Solzheim an sich haben wir jetzt in den letzten Folgen schon einiges zu Fuß unterwegs uns angeguckt. Da sind wir aber dann noch nicht komplett mit fertig, uns die Insel anzuschauen, denn es gibt ja auch noch viele Höhlen, ne? Na, so ist ja nicht. So, das Auge von Cirta. Und jetzt müsste fertige den Stab von Sheogorath an. Wo können wir das denn wohl machen? Warte mal. Falsches Netzleder, Netzschleder. Hauptmann Felet. Nordschmuckstück. Wo ist denn das mit dem Knochenrüstung? Ach, ich weiß es doch auch nicht. So, das hier ist Hauptmann Felet. Anhänger. Wir müssen jetzt dahin. So, da kriegen wir nämlich wohl den nächsten Rüstungsteil zum Todesmal-Set. Ja. Denke ich. Weil wir sind da schon mal einmal lang, aber da war nichts jetzt. Doch da. Oh, da sind sie. Moin. Plünderfürst. Hey, vorsichtig, ja? Und die hat Feuerpfeile, das ist gefährlich. Das war schon jetzt... alles. Mehr habt ihr nicht drauf. What the hell? Die ist ja richtig hochgeflogen. So, der Plünderfürst wird verprügelt von meinen Buddies. Feierabend jetzt. Stahlschwert, aha. Ja, das brauche ich hier alles nicht. Das kann alles hier drin bleiben. Das kann er alles behalten. So, hier ist das nächste Teil. Einmal aufbrechen. Was ist hier wohl drin?
Die Todesmarrüstung? Deine Ausdauer um 15 Punkte pro... Okay. Ernüchternd. Ganz klar ernüchternd. Ich hatte mir was Schöneres vorgestellt. Und hier haben wir aber noch die... Was bist du denn? Ein Schuppenhelm. Den brauche ich nicht. Nein. Nein. Das kann alles hier bleiben. Gut, dann gucken wir jetzt mal eben. Das nächste muss... Hier ist der See. Hier irgendwo sein. Ich gucke jetzt nochmal auf der Karte. Ah, Knie gestoßen. Fuck. Oh. Dann Dreck. Das flüssige Eis, ja. So, ein bisschen weiter oben. Da könnte es sein. Jutsch. Dann laufen wir mal die Küste entlang. Wobei, das dauert mir zu lange. Ich schwimme einfach mal hier durch. Da ist ein Boot. Was macht das da? Stehen da Schnapsflaschen auf dem Stein? Wir haben letzte Folge ja mal einen Flynn getrunken. Und der Flynn hat einen lustigen Effekt gehabt. Und... Ist doch eine Muschel. Ich bin doch nicht blind. So, hier ist eine Muschel. Ja, aber keine Perl aus da. Hi! Ich spiel mit den beiden. Guckt mich auf einmal so ein hässliches Warzenschwein an. Junge. Der Bürstenrücken. Wie das umgefallen. Der hat die Flaschen weggehauen. Nein. Wo sind sie hin? Findest du nicht? Der Penner. Da. Komm ich dran? Matze. Sehr gut. Was passiert, wenn ich einen Matze saufe? Kriegen wir dann auch so einen coolen Effekt? Wie geil. Meinte, man kann so viel saufen, dass man wirklich umkippt mit dem Charakter? Das wäre ja lustig. Aber ich finde es cool, wenn Spieler auch diese Benebelungseffekte von Alkohol oder anderen Substanzen reinbringen, wie zum Beispiel Sumpfkraut bei Gothic 2. Wenn man das raucht, dann hat man ja auch so ein richtig verschwommenes Bild oder so ein verzogenes Bild eine gewisse Zeit lang. Hä? Das ist ein Verrückter. Ich bekomme sie nicht heraus. Okay. Sie sind im... Ich weiß Dinge. Versteckte Dinge. Dinge, die ihr nicht wissen solltet. Okay. Jetzt mal ganz langsam. Um was geht... geht es euch gut? Wow, kommt mir nicht zu nah? Nein. Nein, das sage ich doch. Die Geheimnisse... Sie sind da drin, ganz tief drin. Bekomme sie nicht raus. Sie sind in meinem Kopf. Was ist in eurem Kopf? Geheime, versteckte Dinge. Okay. Welche Geheimnisse? Geheime Dinge. Woher habt ihr diese Geheimnisse? Das schwarze Buch. Es hat sie da reingestopft. Mit schwarzen, dünnen Fingern. Meine Finger sind zu kurz. Ich bekomme sie nicht heraus. Woher habt ihr dieses Schwarz? Wo habt ihr dieses schwarze Buch gefunden? Oh nein, ich habe es nicht gefunden. Es hat mich gefunden. Hier, ich zeige es euch. Schaut, gleich dort. Aber geht nicht dorthin. Ihr wollt diese Stimme nicht in eurem Kopf. Das wollt ihr nicht. Doch. Das wollt ihr nicht. Doch. Gehört mir. Ey. Ja. Geht's noch? Mach ich dem keinen Schaden? Doch, ich mach dem Schaden. Ja, das weiß ich. Aber du hast mich angegriffen und jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. Nee, warte, ich kann auch dich fliegen lassen. Tschüss. Hui. Platsch. Kritzeleien eines Verrückten.
So, das Schiff da vorne muss ich mir aber gleich mal angucken. Gut. Haben wir das mit dem Turm? Den Turm müssen wir uns dann auch noch angucken. Das hier. Sind. Ja. Ja, kleine Schiffchen. Das sind ein paar Netsch. Gehen wir mal rüber und gucken, ob wir aufs Schiff kommen. Hier vielleicht? Nein. Hier? Auch nicht. Ach, laber doch nicht. Ich will auf das Schiff. Was soll denn das? Muss ich jetzt einen Wasserwandeltrank anmachen oder wie? Nee. Ich habe nur noch zwei. Ah, gut, ich speichere mal eben. Dann nehme ich einen Wasserwandeltrank und dann gucken wir, ob wir da was Schönes finden. Wenn nicht, dann... Dann lade ich wieder. Entschuldigung. Hier ist nichts. Hier ist straight up nix. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Voll mit dem Entdeckerherz gespielt hier. Gut, da sind zwei Borstenschweine, die will ich nicht. Bürstenschweine, Borsten. Das ist auch nicht mehr. Die will ich nicht angreifen. Ich will hier nur vorbei, ja? Lasst mich in Ruhe, dann lasse ich euch in Ruhe. Vorsicht, nicht zu nah an die Netsch. Moin. Kann ich auch. So. Wie weit ist es denn noch? Ah ne, ich bin schon da. Da sind Rieglinge. Rieglinge, die gegen die Schlammkrabben kämpfen. Okay. Die wollten auf mich. Hat aber nicht geklappt, denn dann wurden sie von den Schlammkrabben abgelenkt. So. Hurra! Okay, der schmeißt da nur den Speer weg. Mhm. Was ist denn in so einem Riegling drin? Was hat er in der Tasche? Gold. Gold und ein Stein. Und der Krieger? Gold und ein Ring. Okay. Wir wollen nur das Chitin. Wo ist die große Schlammkrabbe? Nicht da? So, letzte Kiste. Dann schauen wir doch mal, was hier so zu holen ist. Beziehungsweise wie das letzte Rüstungsstück ausfällt. Hoppala. Muss ich hier hin? Ne, warte, das war falsch. Hier hin. Zu weit. Gut. Zum Hügelgrab. Güldenhul-Hügelgrab. Und die Handschuhe beim Kampf mit zwei Waffen bewirken deine einigen 10% mehr Schaden. Das geht also auf 40% hoch. Okay. Ist ganz okay. So, und dann gibt es noch das Hügelgrab, das wir erkunden müssen. Aber jetzt erstmal ziehen wir das komplette Set an und gucken uns das Ding an. Sieht nicht schlecht aus. Leider in dem Licht nicht so gut kommt es in dem Licht nicht so gut zur Geltung. Und wir brauchen auch sowieso erstmal noch weiter die Silberrüstungsteile. Dementsprechend. Wo ist der Falmerhelm? Wo ist der Falmerhelm? Nicht doof? Ja. Dementsprechend wechseln wir mal eben wieder zurück. So, wir haben ganz viele Sachen jetzt noch neu auf der To-Do-Liste. Hier ist die Schmiede. Da ist der Tempel. Da ist das Fleisch, da ist das Hügelgrab, da ist der Hauptmann, da sind die Anhänger.
ist das? Ach, da ist die Jagdtruppe der Rieglinge. Ach, guck mal. Aber ich bin jetzt sowieso jetzt gerade bei dem Hügelgrab. Ich würde sagen, dann machen wir das Hügelgrab. 15 Minuten, könnte das klappen? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Machen wir nächste Folge weiter. So, Hügelgrab ist in die Richtung. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! So. Dann sind wir schon unten. Bin froh, dass wir nicht im Überlebensmodus gerade hier sind. Da würdest du erfrieren, Alter. Aber da war ja eine Abstimmung mal, dass wir den Überlebensmodus ausmachen, denn die Nachteile sind für das Let's Play da ganz klar höher als die Vorteile. Moin, was ist los? Was ist denn euer Problem, Mann? Ich warne euch, zurück! Der legt sich gerade mit dem Falschen an. So, da oben ist irgendwas. Quecksilberader? Nein, nein. Hier oben ist irgendwas, da will ich hin. Komme ich da denn hin? Moin! Guck dann auf einmal so ein Hawker-Gesicht an. Ich will nichts von dir, außer vielleicht die Kiste. Hawker-Insel? Da ist die Hawker-Insel. Nein! So knapp! Jetzt! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ah! Das gibt's doch gar nicht. Also war das jetzt Hawker-Insel? Ja, oh, das ist die Hawker-Insel. Okay. Ja, hier wollen wir nicht hin. Ich wollte nur einmal gucken, was das für ein Marker ist. So. Seid ihr fertig mit den beiden? Also der Raufbold, der ist erledigt. Der andere, der battelt schon um... Ja, hat nicht geklappt. So, den nehmen wir mal. Das und das noch mit. Den Rest kannst du behalten. Gut. Hier ist das Güldenhügelgrab. Und mit dem Schlüssel konnten wir es einfach so aufschließen. Nicht zu ungut, aber ihr nervt gerade ein bisschen. So. Seht ihr da vorne das Styrim? Das freut mich, dass hier schon Styrim ist. Eine zerrissene Notiz, die lesen wir gleich. Und das von dem Verrückten, das müssen wir auch noch lesen, stimmt. Schwarze, schleimige Finger, schwarze, schleimige Worte, schwarzes, schleimiges Buch. Telmytrin. Schwarz, Turm, schwarz. Wie die Pupillen meiner Augen. Aber dunkler. Hol diese Dinger aus meinem Kopf. War ich da nicht schon drin? Ich weiß jetzt nicht. So, das andere war eine zerrissene Notiz. Der größte Schatz von Solstheim, so sagen sie. Pah, die Gegend hier wurde scheinbar schon vor Jahrhunderten geplündert. Das Stalrim könnte etwas wert sein, aber meine Spitzhacke ist zu schlecht, als dass ich etwas davon abbauen könnte. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass ich irgendwas übersehen habe. In diesem Raum herrscht ein eigenartiger Luftzug, vielleicht ein Geheimgang. Ich habe mich eingeschlossen, bis diese Banditen fort sind. Ich werde wohl weitersuchen, was anderes bleibt mir auch nicht übrig. Ja, für das Stalin brauchst du meine Spitzhacke, die da. Die alte Nordspitzhacke.
Dauert ein bisschen. Haben wir gleich. Nur mal Geduld, Geduld. Jetzt aber mal gut hier, oder? Dankeschön. So, deswegen bist du nicht weitergekommen, weil du brauchtest meine Spitzhacke. Also, ich find's schon cool, dass jetzt da vorne einfach ein Durchgang ist, ne? Mal gucken, was hier jetzt passiert. Aber, was ich ein bisschen hirnrissig finde, der Stein links und rechts vom Starrim, den hätte er ja bearbeiten können. Warum macht er das nicht? Denn so ist so mein Gedankengang. Wenn du jetzt so ein Material hast, was zu hart ist, ne? Sag mal, so ein Klumpen, ne? So groß, so 3-4 Mal so groß wie ein Medizinball. Der ist dann im normalen Stein eingebettet. Arbeite doch einfach am Stein entlang. Du musst doch nicht am Material entlang arbeiten, was du nicht bearbeiten kannst. Die niedrische Kettenrüstung, ich würde sie gerne mitnehmen, aber wir nehmen nur Schmuck und Edelsteine mit. So. Na, dann mal gucken, was das hier gibt. Hoi. Das ist ein schöner Raum. Lecker. Mächtiger Seelenstück. Das ist jetzt nicht nett. Warum ist die Tür zu? Was soll denn das? Goldhaufen aktivieren. Ich kann die einsammeln. Wie geil. Oh, das... Wir kümmern uns gleich um den Weg nach draußen. Hier sind jetzt gerade wichtigere Dinge. Geld. Ich kann alles aufschließen. Das ist der Masterschlüssel. Weg mit dem Müll. Hab ich die eingesammelt? Hm? Ich glaube, ich habe die Rüstung eingesammelt. Oh, hört ihr dieses schöne Geräusch? Ey, was war denn das? Hab ich eingesammelt. Dass die so einen Schrott daneben legen müssen. Was war das denn jetzt? Gold, Gold, Gold. Irgendwas habe ich eingesammelt. Ach, keine Ahnung. Das Klimpern in meinen Ohren. Das freut. Jetzt habe ich diesen scheiß Teller eingesammelt. Da war ein Edelstein zwischen. Nice. Wuhu. Wir gehen gleich weiter, keine Angst. Oh, ist das eine schöne, ist das ein schöner Gang, ey? Also da hat sich einer wirklich, wirklich Gedanken gemacht, wie man... Oh, ey, das war... Meine Glückshormone überschießen gerade. So viele Endorphine, ne? Das ist... Ja, nimm alles mit, ist egal. Ich will's klimpern hören. Oh, gleich ist schon vorbei. Ich hoffe, hier gibt's noch mehr. Krass. Was ist? Eisen und, ne. Vorher sah der Raum schöner aus, aber wir haben richtig schön viele Sachen mitgenommen. So, jetzt sortieren wir mal kurz den Müll aus, den wir aufgesammelt haben. Freue mich. Damit. Nicht. Ich weiß, das wiegt nichts, aber ich brauch's nicht. Das macht nur das Inventar voll. So, was haben wir hier noch? Okay. Nein, nein. Nö. Nö. Okay. Die wiegen nicht so viel. Das kann weg. Und jetzt habe ich hier 100 Pro auch noch ein paar Sachen, die nicht nützlich sind. Das war's. Ich habe ein Leintuch aufgesammelt. So.
Ich habe eine ganze Menge beschädigte Bücher. Ich behalte mal nur den 6er-Stapel. So. Viel Platz haben wir jetzt dennoch nicht mehr. So. Geht's jetzt ans Kämpfen? Alter, ich hab's nur fürs Looten habe ich jetzt so viel Zeit investiert. Ja. Hallo? Das ist ein ganz schön dummer Geist, also. Kollege, komm ran. So, die kümmern sich schon mal um ihn und ich kümmere mich hier um das andere, was auch spannend ist. Ja, Austreibung. Das hört sich falsch an, das will ich nicht. Hier ist ein krasses Licht in dem Raum. So, jetzt müssen wir mit... Alter, die machen ja fast gar keinen Schaden an dem. Ich sehe alles. Nicht. Also die geisterhaften Überreste bzw. das Ektoplasma, das sieht aus wie so ein komischer Eintopf. Krasser Kampf. Also, dass hier so viele kommen. Junge, wie viele kommen hier denn noch? Gut, dass Zerstörungszauber so viel Fläche haben. So, was ist das? Nee. Oh, oh, Vorsicht, das ist gefährlich, das ist gefährlich. So, ich wollte nur, dass ich die beide gleichzeitig angreifen kann. Sehr gut. Siehst du, guck dir das mal an. Das sieht aus wie ein richtig ekliger Eintopf. Es sieht sogar richtig... Es sieht einfach nur ekelhaft aus. Ja. Wie habt ihr den schon erledigt? Ne, da vorne sind ja jetzt noch... Oh, wegzurennen. Warum macht die keinen Schaden an mir? Ihr seid hier nicht willkommen. Bekomme ich Leben zurück für den Schaden, den ich mache? Oder was war das? Sieht so aus. Mal, wie viele kommen denn hier noch?
Entspann dich mal, ja? Das ist so ein richtiger Wellenkampf. Meint ihr, der hat nochmal eine Spezialfähigkeit oder so drauf? Hier liegt auf jeden Fall schon eine Menge Ektoplasma rum. Habe ich ihn jetzt erledigt? Ja, habe ich. Und der hat Seelenreißer. Absolut Magierkunde, besitzt eine Chance, magische Verteidigung zu entfernen. Zusammen mit Blutschwinge geführt wird, ja. Dann hat er noch einen schwarzen Seelenstein und einen Ring des einzigartigen Führens. Das ist natürlich ein krasser Ring schon. Also als Loot. Keine Frage. Man kann ja selber bessere herstellen, aber... Das ist schon ein heftiger Loot, den der hier hat. Skaliert der mit dem Level, mit dem man hier reingeht? Also wenn der nicht mit dem Level skalieren würde und man könnte ihn finden so auf Level 5, wobei Level 5 natürlich schon schwer wäre, das hier zu machen, dann wäre es krass. Im Zweifel kann man natürlich einfach die Schwierigkeitsstufe runterstellen und dann hält er natürlich auch nicht so viel aus. Aber die ganzen Leute, die hier kommen, heilige Scheiße. Ist das krass. Das war schon ein richtig heftiger Bosskampf. Muss man ja sagen. So. Müssen noch die restlichen Geister von Überreste ausräumen. Denn Ektoplasma findet man nicht jeden Tag. Auch wenn es wirklich ekelhaft aussieht. So. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alles. Sehr schön. Dann müssen wir mal in ein besseres Licht gehen. Hier drin sieht man nicht so viel. Dann gucken wir uns die Rüstung mit den beiden Waffen an. Aber so viel besser wird es jetzt nicht aussehen. So. Einmal raus hier. Ah, das brauche ich nicht. Da ist alles überflüssig. Vielleicht gibt es ja noch ein Event und einer steht da jetzt und will mich ausrauben. Nö. Kein Event. Gut. Also. Seelenreißer und Blutschwinge. Blutschwinge absorbiert Gesundheitsstunden. Und Chance, Rüstung zu schwächen. Das ist natürlich krank. Zack, zack, zack. Wollen wir einfach mal mit dem Set spielen? Aber überlegen. Vielleicht schon. Muss ich jetzt nur einmal wahrscheinlich nochmal zurück von Solstheim runter ins Schattenfußheiligtum, um ein bisschen hier auszudüngen, weil wir haben ja wirklich eine Tonne an Sachen hier, die einfach mal weggebracht werden müssen. Oder ich bringe sie einfach in einen Container. In Rabenfels. Aber ich schiss, dass der ausgeräumt wird. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Nichtsdestotrotz, ich muss wieder auf eine andere Rüstung anziehen. Erstmal, weil sonst komme ich hier nicht weg. Bin ich überladen. Hoppala, falscher Ring. Und der Falmerhelm, bitte. So. Ja, wie gesagt, gucken wir mal, ob wir vielleicht auf das Todesmahl-Set spielen. Dann brauchen wir uns ja auch nicht um die Verzauberung zu kümmern. Eine Sache kann ich aber noch nachgucken, bevor ich jetzt hier die Folge beende. Und zwar, in Rahmenfels gibt es ja eine Schmiede. Ob ich das Set verbessern kann. Ich gehe davon aus, ja. Und wahrscheinlich mit Stahlriemen. Aber ich will es einmal nachgeguckt haben. So. Vielleicht kommentieren die ja auch, wenn ich das Set trage. So, die Waffen werden 100 Pro mit Stahl. Auf dem richtigen Weg, seit ihr die Minen wieder geöffnet habt. Ach, Ebenerz. Hä, die Minen wieder geöffnet haben? Hä? So, und die... Todesmahl, ja, mit Stardim. Wusste ich's doch. Gut, dann können wir die hier verbessern. Und ich würde dann aber sagen, dann machen wir wahrscheinlich nächste Folge einmal kurz einen Ausflug rüber zurück nach Himmelsrand. Kurz ins. Oder ich mach's offscreen.
Das weiß ich noch nicht, das entscheide ich später. Gut, ich würde sagen, hier machen wir Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist ein Upload für Donnerstag. Ah ja, schönen Vatertag allen. Ja. Tschüss.